It's in the game. Hallo, hallo, hallo. Moin. Sicher. Was? Ach, da ist er. Okay. Ah, ich hab heute. Ja, mach mal, mach mal. Ich habe heute Packs gekriegt von der Pre-Session. Meine Güte, ich habe schon wieder Premier League alles. Nur nicht nur Engländer. Was? Das spielen viele Nationalitäten. So, wie ist der Plan? Wo ist er? Dieser Lobby nicht mehr beitreten. Versuch's noch mal. Was?
Geht wieder nicht. So, jetzt habe ich es aber entfernen können. Mal gucken, ob es jetzt klappt dann. Aha, gibt's da ja nicht. Ja, ich glaube ja. Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer oder wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und freue mich sehr auf den heutigen Doppelkommentar mit Jan Platte. Wir haben heute für Sie und euch eine sehr interessante Partie. Im Stadion sind hier alle bereit für ein echtes Spektakel. Jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt schon blau. Wir freuen uns drauf. Das wird definitiv interessant. Diese beiden Teams, die so gut drauf sind, im direkten Duell zu erleben. So, da haben wir es grafisch. Das ist die Aufstellung der Gäste. Tor Alex Remiro. Alejandro Balde spielt mit Lucas Vázquez in der Abwehr. Poke steht mit Dani Parejo im Zentrum. Und im Angriff Alvaro Morata. Das ist ganz wichtig, dass sie da noch an den Ball kommen, sonst brennt. Alvaro Morata, das ist die Chance zur Führung. Und das ist es. Das läuft ja. Der hat den auch. Ah. Also Angst vor ihm haben, wenn sie sonst gegen ihn spielen. In der Wiederholung sehen wir nochmal, wie klasse sich Dani Olmo da durchsetzt. Und dann gibt es da richtig Druck. Kaum Platz, kaum Zeit, aber das ist super gemacht. Was für ein Tor. Ich habe nicht. Den gut abgefangen, den Ball. Guti, der muss es doch sein. Torwart packt sich den Ball, bevor sie überhaupt abschließen können. Ah, guter Versuch, der sieht nicht schlecht aus. Alvaro Morata. Die Pirates jetzt noch mal nach vorne unterwegs. Ja, sah gar nicht schlecht aus, aber die Abwehr löst gut. Ball ist weg. Boah, also im Zentrum ist gerade ein Gewusel. Ständig der Ball weg.
Alex Garcia. Ah, da haben sie gut aufgepasst. Haben sie sich gegenseitig den Ball vor die Beine getippelt. Weil sich immer ein Kollege freiläuft. So, Foul, Freistoß, klar. Wer ist Nacho Chill? Versucht's hier wirklich direkt. Was für ein Ball. Das war eigentlich eine Freistoßdistanz, die lädt eher zu einem Pass oder einer Flanke ein. Ja, schon mutig, das direkt zu versuchen. Selbstvertrauen ist definitiv da. Aber irgendwie ist es auch den kriegt er nicht Chance da vorbeigelegt. Oh, das ist ein gefährlicher Ball. Und er zieht ab. Boah, und was eine Parade. Alex Garcia. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Ah, da ist der Ball weg. Das sah eigentlich in einem guten Konter aus. Wird nichts draus. Sie nähern sich dem Tor. Abwehr etwas passiv. Nee, und den Angriff lassen sie dann doch liegen. Nicht ideal ausgespielt. Boah. Sind viele Optionen gut freigelaufen. Stark reingegangen. Guter Einsatz. Und jetzt hat er die Chance. Ja, hätte eine gute Chance werden können, aber der Keeper ist da. Guti. Eine Minute spielen wir hier länger. Och. So, und das war's mit der ersten Halbzeit. Ist nicht schlimm. Noch was alles drin. Nur 1-0 hin. Das sah schon mal schlimmer aus. Melanie hat heute Firmenessen und du durftest nicht mit. Ich glaube, ich muss mal mit dem FX sprechen, das geht ja gar nicht. Ja, deswegen, Frauen können auch nicht mehr mit demnächst beim FX. Halbzeit 2, auf geht's. Die Pirates sind sicher heiß, den ein Torrückstand noch umzudrehen. Alvaro Morata. Die Chance zum Ausgleich. Nein! Da kommt so ein Pass dabei raus. Ja, da ist ein bisschen Platz. Spielen Sie schnell genug. Ah, das ist auch so eigentlich ganz gut. Ja, die Idee rauszukommen und dann wieder in die Tiefe gehen zu können, war wirklich nicht schlecht. Aber das Timing auch nicht optimal. Ja, ach, da war kein Vorteil mehr. Das gibt Freistoß. Nee, der Ball kommt nicht an. In die Tiefe gespielt. Ja, und da ist die Chance auf den Ausgleich. Ja, die steht da hinten wirklich gut. Flanke gar nicht verkehrt, aber klären sie problemlos. Ja, der Ball sieht gut aus. Nee, und am Ende fehlt der entscheidende Ball. Oh, der Pass sieht gut aus. Ja, den kriegt er, da kann er was draus machen. Ich mach doch nicht, das gibt's doch nicht hier. Ja, und da haben sie den Ball. Und wir hören das Raunen, die Fans wollen den Abschluss sehen. Er ist nicht beweglich. Wer war das? Hab ich, weiß ich nicht. Und dann allen vorbei, das sieht nach einer Gelegenheit aus. Kein Abseits! Ist im Ernst? Das ist der Doppelpack. Ja, alles klar bei dem Treffer. Wir spielen weiter mit 2:2. Ja, lässt sich dann nicht aufhalten.
Marcos Llorente, was macht er draus? So, jetzt haben wir. Jetzt sind sie zurück in diesem Spiel. Dieses Team darfst du niemals abschreiben. Gucken wir nochmal zusammen auf dieses Tor. Setzt sich hier richtig schön durch. Und dann clever gemacht, behält die Nerven aus kurzer Distanz. Drin ist der Ball. 83-0 Gold. Und wir machen weiter nach diesem 2:1. Alles gut. Und da sind sie durch. Das könnte eine dicke Chance werden. Und der Doppelschlag, die legt die so, jetzt nach. Aber. Der Doppelschlag zum Ausgleich. In der Wiederholung sehen wir zunächst diesen großartigen Steilpass. Und das ist dann einfach nur richtig gut gemacht. Zieht ab und zwar mit richtig viel Schmackes. Da gibt es nichts zu halten. Also gerne weiter so. Was für ein Spiel. Aufholjagd haben sie gepackt. Alles wieder offen. Weiter geht's. Alvaro Morata. Gutes Dribbling. Ja, Ansatz war gut, aber dann verlieren sie hier den Ball. Es sieht danach aus, als wenn sie es taktisch jetzt etwas anders versuchen werden. Sie setzen jetzt defensiv auf die Kompaktheit des Kollektivs und in der Offensive geht es darum, die ein, zwei Leute mit Tempo nach Ballgewinnen zu finden, damit man eben über Konter erfolgreich sein kann. Sie greifen hier jetzt zu einer neuen taktischen. Und da ist er völlig frei durch. Oh. Hm? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Alter Schwede. Sehr gut, den Ball hier abgefangen. Das Unentschieden reicht. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Wer taucht noch mal mit der entscheidenden Idee vom Tor auf? Das ist einfach gutes Pressing und zwar ganz früh. Kommen sie nicht vorbei? Nee. Alter Schwede hat der Schwein. Oh. Ja, aber wie? Boah, ey. Das war ein wichtiges Tor. Vielleicht war es das goldene Tor. Ein bisschen Zeit für eine Antwort wäre noch. Ah, Fahne geht hoch, Timing nicht ganz richtig. Stimmt, Schmizo. Will da raus aus dem Abseits, aber das klappt nicht so richtig. Und dann ist Endstation. Das ist ein super Ball in die Tiefe. Wir haben den Pfiff Abseits. Nein! Ah, da stehen sie gut im Passweg. Und jetzt sind sie hier durch. Hier rausgefaustet. Und jetzt sind wir durch. Ein Auswärtssieg. Entscheidend für diesen Sieg war das späte Tor. Das kam genau zu. Am Anfang war der gut, aber hinterher nicht mehr. Aber vollkommen unverdient. Eieieiei. Ja, Guti. Die ist wirklich nicht schnell gewesen. Ja, Prost. Prost.
Heineken. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem Spiel. Und was ein Wetter wir da heute haben an diesem Abend. Es ist absolut herrlich. Ich freue mich sehr auf diesen Doppelkommentar. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und an meiner Seite ist wie immer Jan Platte. Wir freuen uns heute auf ein sehr interessantes Spiel. Im Stadion sind hier alle bereit für ein echtes Spektakel. Also, wieso habe ich einen Motor? Das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Cool, ich habe einen Motor. Schon wieder ist der Ball weg. Den spielt sie sehr gut. Thomas Müller. Müller. Also das 1:0 haben wir gesehen. Mal schauen, wie es weitergeht. Alex Garcia. Alvaro Morata. Bin ich. Goretzka. Ah, sehr gut gemacht. Jone Anetzaga. Guti. Morata. Gut ab. Die Chance zum Ausgleich. So, und weg ist der Ball. Raus aus der Gefahrenzone. Oh, das ist abseits. Timing passt nicht ganz. Und für mich in erster Linie das Timing des Passgebers. Hätte der noch einen Tick gewartet, wäre es kein Abseits. Oh ja, das war ein guter Ballgewinn. Schöner. Kein Elfmeter in dieser Szene eben. Und warum nicht Fans zu dem neben dem? Aber macht ja nichts. Das Hauptsache ist nicht mal rein. Mann. Machen was zu wollen hier. Euer Sabal. Ah. Ja, und den muss man. Aber kein Vorteil. Ja, den hat er sehr gut abgefangen, diesen Pass. Und wir spielen noch den Ball. Thomas Müller. Und das ach, hör mir doch auf. Er hält diesen Ball sehr gut. Mit der Ecke können sie ihren Vorsprung, das ist ja noch ein knapper Vorsprung, vielleicht ausbauen. Alex Garcia. Und da holt er den Ball mit diesem Tackle. Der Motor hin. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Und weg ist er, der Ball. Alvaro Morata. Thomas Müller. Thomas Müller. Und weg ist der Ball. Stark, ohne Foul, Ball gewonnen. Gut verhindert. Bei oh. Bin ich. Da. Und weg ist er. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich verliert hier mal den Ball. Oyarzabal. So, und Schuss mit Halbzeit Nummer 1. Casht der alles weg.
So, auf geht's, rein in die zweite Halbzeit. Die Pirates ja mit einem Tor hinten. Schönes Ding. Das ist gut. Und jetzt Lea Schüller. Jo, geht hier kein Risiko ein. Haut das Ding weg. War ein Foul, aber läuft weiter. Vorteil. Vielleicht ja jetzt mal über außen. Da. Jetzt können wir den Ball in die Mitte schlagen. Die Chance hier auszugleichen. Torwart ist da. Ball entsorgt. Keine Gefahr. Boah, der dümpelt da immer noch rum. Was für eine Möglichkeit zum Ausgleichstreffer, aber dann diese Parade einfach nur fantastisch. Und wie oft schenken die hier gerade den Ball her da im Mittelfeld? Guti. Thomas Müller. Thomas Müller in den Rücken der Abwehr. Nee, und dann doch keine Probleme für die Abwehr. Alex Garcia. Ja, da muss die Abwehr vorsichtig sein. Nee, damit machst du den Torwart. Keine Schwierigkeit. Guti. Ganz früh gestört und Alter. Müller. Und steht da perfekt. Immer Müller. Wird Einwurf geben. Der Schuss nicht ungefährlich. Kann den Ball hier festhalten. Gut zu erkennen, ihre taktische Veränderung. Ballbesitz ist jetzt die Ansage, aber nicht, um sich an den eigenen Passfertigkeiten zu berauschen. Nein, wir haben schon auch was vor. Sie wollen reinkommen in die interessanten Räume und natürlich auch zu Abschlüssen, zu Toren. Klasse Auge hier bewiesen. Stehen Sie gut, gut geklärt. Ja, das Stellungsspiel ideal, Angriff beendet. Schüller. Ach. So, und der Mann im Tor macht sich schon bereit, macht sich groß für einen großen Moment und man kriegt da so ein Bällchen. Ja, ein Mäusehammer als jetzt wird er aber ganz für jeden Keeper. Schüller. Leon Goretzka. So, auf der letzten Rille. Das war ein ganz wichtiger Ballgewinn. Sehr guter Zweikampf. So, sehr gut angeboten. Steht immer jemand frei. Sie laufen immer diesen Rückstand hinterher. Jetzt nochmal die Gelegenheit. Die Unparteiischen geben abseits. Ohne Tor. Kann nicht sein. Leroy Sané. Sahne. Leroy Sahne. Ganz viel Übersicht. Und die jetzt wieder umschalten nach hinten. Ball ist weg. Ja, da hat sie sich klasse durchgesetzt. Und Müller hat sich da davon gestohlen in der Mitte. Ja, die stehen da hinten wirklich gut. Flanke gar nicht verkehrt, aber werden sie problemlos. Die Pirates jetzt nochmal nach vorne unterwegs. Guter Pass, das könnte was werden. Die Chance zum Ausgleich. Jawohl, sehr schön. Geiles Ding. Yes. Das sind wir wieder. Eins steht jetzt hier. So geht's weiter. Und dann hängen wir noch eine Minute hinten dran. Nee. So, und jetzt der Schluss. Das heißt, die Entscheidung fällt heute in der Ver- Ja, Verlängerung. Was spielen wir hier eigentlich? Hat einen Fallrückzieher.
Grevensteiner habe ich heute irgendwo noch beim Einkaufen in der Dose gesehen. Ich glaube, Anpfiff zum ersten Durchgang, Verlängerung. Los geht's. Sehr guter Zweikampf, Angriff ist weg. Und jetzt Lea Schüller. Nee, so schnell geht's ja auch nicht hin. Und der Eckball kommt. Den habe ich doch gehabt, den Spieler, der daneben stand. Warum wechselt er mir denn? Und so nah am Tor vorbei. Großartig, wie das technisch gemacht ist. Einfach nur herausragend gut. Aber das Ding geht eben knapp nicht rein. Thomas Müller. Und jetzt haben sie sich wieder aufgespielt. Aha. Das Tor fehlt halt. Etwas zu verschwenderisch vor dem Kasten. Die Möglichkeiten sind da. Freiraum auf dem Flügel wäre da. Ja, sah gar nicht schlecht aus. Die Abwehr löst gut. Ball ist weg. Das ist ein spannendes Ding. Gut gemacht vom Keeper. Schöne Parade. Müller. Oh, nee. Warum bin ich da? Alter Schwede. So, die Nachspielzeit. Eine Minute gibt's oben drauf. Da war aber kritisch, ey. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. So, und wir gehen in die Pause. Ja, habe ich gesehen. In nee, ich habe mich auf einmal gewundert, warum ich ungedrückt der Spieler da bin. Ja, aber ich habe nichts gedrückt. Der war auf einmal blau. So, weiter geht's. Wir legen los mit der zweiten Hälfte Verlängerung. Hm. Der Zweikampf Goretzka. Warum holpert das denn so? Ja, ganz gut gestört, alles weg. Alter Schwede. Und dass er den hält, der war richtig wichtig. Ja, möglicherweise eine der wichtigsten Szenen in diesem Spiel. Oh Gott. Dann auch in der Nachbetrachtung. Ich bin gespannt. Jetzt steht es noch unentschieden. Was noch passiert hier in der Schlussphase? Super spannend. So, also die schenken sich die Pässe aber auch gegenseitig her. Und sie treiben noch mal an. Sie geben noch mal Gas. Und wenn sie jetzt in Führung gehen, dann bleibt da kaum noch Zeit für eine Antwort. Das ist die Chance zur Führung. Richtet da gut gemacht. Also bei diesem Eckball liegt die Führung natürlich in der Luft. So, jetzt zieht es die Mannschaft nach innen. Und der ist richtig gut gehalten. Aber der hat nicht gezählt. Abseits. Clara Bühl. Thomas Müller. Zu festhalten. Genau auf den Torwart. So, das war's. Oh, Elber schießt. Wir kriegen die Entscheidung. Kann man mal machen, muss man nicht unbedingt. Sie kann vorlegen. Ganz viel Druck auf links. Ah, da ist er auch hingesprungen. Boah, das ist unglaublich. Boah, ist der nervös. Und der ist drin. Geht jetzt an den Punkt. Wieso vibriert mein Controller, obwohl ich gar nicht da bin? Oh ja, einfach ab durch die Mitte. So ein langes, so ein intensives Spiel. Aber das muss jetzt an. Mach diesen Elfmeter. Mach das Tor. Ohohoho. Und der Druck ist jetzt natürlich brutal.
der passt. Schauen wir in die Augen und sehen ganz viel Konzentration. Und drin ist er. Der Druck ist ultimativ. Sie brauchen unbedingt das Tor. Boah, ist nervös. In die Mitte vom Tor. Der Elfmeter ist drin. Alle drin. Jetzt kommt der Sahne. Und das Tor macht sich bereit für diesen Schuss. Kann ich auszuhalten hier. Und drin. Ja. Und hab ich hingedrückt. Er geht nicht hin. Da sehen wir diese pure Konzentration. Oh, der geht daneben. Scheiße. Der war so nervös, das ist die ganze Zeit jetzt pink zwischen grün und rot hin und her. Da war ich eine Sekunde zu langsam. Wer war das überhaupt? Meine Güte. Der war auf jeden Fall nervös. So, das geht so nicht. Wir müssen hier langsam mal gewinnen. So ein paar Spanania gekriegt. Ah. Ne, wir müssen jetzt einmal gewinnen. Machen wir einen König der Löwen hier und dann machen wir. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei diesem Spiel. Und was ein Wetter wir da heute haben an diesem Abend. Es ist absolut herrlich. An den Kommentatorenplätzen heute Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte. Wir haben heute ein richtig spannendes Spiel im Angebot. Pirates gegen die Wolves. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge. Oh, ich habe wieder Motor gerade gehabt. Hier. Das kann eigentlich. Aber nur am Anfang. Sein. Nachher kommt das nicht mehr. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Das ist also die Startaufstellung der Wolves. Eberechi Eze spielt mit Jordan Henderson auf den zentralen Positionen. In dem Sturm soll es eine einzige Sturmstelle geben. Aha! Mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Eckball. Kurz gespielt. So. Ball ist weg, ausgefaustet aus der Gefahrenzone. Ball gewinnen Wolves. Oh! Alvaro Morata. Hallo, ich habe Dreieck gedrückt. Sein, der so Leute. Also, was die Schusskraft angeht, da gibt es nicht viele, die mithalten könnten. Wir haben es ja schon so häufig erlebt, dass diese Wucht gepaart mit der Präzision zum gewünschten Erfolg geführt hat. Und jetzt kriegen sie vielleicht die Chance. Das gibt Eckball. Henry hat er. Spielt sie kurz den Ball. Boah, da gehen sie ganz früh drauf. Super gemacht. Guti, der muss es doch sein. Oh, den hält er.
Das hätte der Führungstreffer sein können, wenn nicht gar müssen. Aber was für eine Sensationsparade. Einfach nur fantastisch. Ah, sehr gut. Wichtig, dass er da dazwischen geht. Aber ich muss. Ja, der Ball sieht gut aus. Und dann geht die Fahne hoch. Ja, Timing stimmt nicht. Völlig richtig. Und zwar das Timing beim Pass in die Tiefe schon ein bisschen verschenkt. Solanke. Sehr geduldig. Lassen Sie gut den Ball. Vielleicht jetzt die Führung. Kann den Ball problemlos festhalten. Alex Garcia. Jone Ametsaga. Na, den holt er sich gut, diesen Ball. Und da könnte was gehen. Klasse Ball in die Spitze. So, sie haut das Ding weg und dann durchatmen. Ja, sie spielt es gut. Nein! Aktion zur Fortsetzung. Ja, abseits. Godfrey. Henry. Möglichkeit zur Flanke. Stehen Sie gut, gut geklärt. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter. Schiri lässt den Vorteil laufen. Da haben Sie jetzt die Chance. Ach. Bringt den Eckball in die Mitte. Das bleibt nochmal heiß. So, und das war's dann erstmal. Keine Gefahr mehr. Ja. Na, fast. Ich hab's gesehen. Der erste Durchgang. Ich hab's gesehen. Schon wieder Hansa oder hast du Hansa? Hast du FC Hansa Rostock? Ach du Scheiße. Die ostdeutschen Hooligans. Eieiei, der Löwe ist ja cool, aber Hansa ist uncool. Hansa Pils wäre cool, aber nicht Hansa Rostock. Ja. So, machen wir uns bereit, gehen rein in die zweiten 45 Minuten. Wir hoffen schon, dass es dann auch mal klingelt im Tor. Ah, macht er super. Idealer Zweikampf. Irgendwas piept hier. Frau's Babyfuhr. Toter Pass, das könnte was werden. Tier nicht. Oh, ich muss mal. Halt mal den Ball, ich muss mal kurz. Aha. Bin wieder da. Ah, oh, sehr gutes Pressing. Gefährlich, den Ball da zu verlieren. Na, vielleicht gefährlich. Ja, hinten stehen sie. Guter Block. Wieder vor dem Fuß, ey. Ganz aufgepasst, Ball ist weg. Oh, wieso denn dahin? Also, wenn wir über ihn noch mal sprechen, das war eine eher durchschnittliche Leistung heute in der ersten Halbzeit. Er konnte bislang kaum etwas Positives zu diesem Spiel beitragen. Es steht unentschieden. Nein. Ich bin gespannt auf Durchgang 2. Das ist natürlich ein richtig guter Ball. Und auch da raus. Nee. Wir haben keine Power vorne, keine Durchschlagskraft. Das ist ja grausam. Aus der Gefahrenzone mit dem Ding. Flanke sah gar nicht schlecht aus.
Und jetzt kommen gleich drei neue Leute auf einmal. Nee, das ist einfach kein guter Einwurf. Den habe ich, glaube ich, auch, den Alex. Lorente. Nein! Gutes Anspiel. Oh, die Fahne geht hoch. Den Ball hätte ich gern gesehen. Ja, super gespielt. Die Idee ist ja grundsätzlich gut. Auch eher ein knappes Abseits. Chance zur Flanke. Der Ball kommt gut. Kluger Pass. Rashford. Der Block, sehr gut. Gerard. Moreno außen. Und er steht da gut in der Mitte, Jorente. Der war zu lang. Das ist egal. Ah. Da ist er. Jetzt ist er drin. Jetzt haben wir auch das erste Tor. Dafür, dass er eigentlich zu dem davor sollte, war gut. Wie ist das Tor gefallen? Sind wir hier, setzt sich richtig gut durch und dann aus kurzer Distanz, aber auch den musst du erstmal machen. Schönes Tor. Das ist gut. So, und dann bei der 1-0 ist der neue Spielstand. Marcus Rashford. Ah, sehr gutes Stellungsspiel. Ballgewinn. Und oh, da ist die Chance auf den Ausgleich. Was ist das für ein Spiel? Hin und her der Ausgleich. Das ist aber das Tor nochmal in der körperlich verändert. Aus der Distanz lässt man sich diese Chance natürlich nicht entgehen. Alvaro Morata. Das kann jetzt nur ja. Nein. Und was eine Parade. Ja, meistens nehmen die Zuschauer die Bilder von besonderen Toren mit nach Hause. Aber in diesem Fall möglicherweise auch Bilder von dieser Parade. Was für eine Rettungsaktion. Es steht weiter unentschieden. Wieso geht der nicht in die Mitte? So, da ist der Ball erstmal weg. Ja, jetzt. Da läuft er gut. Angriff sieht nicht schlecht aus. Ja, vielleicht ergibt sich die Chance. Auf die späte Führung. Verstehe nicht. Klare Sache, Freistoß. Und da bleibt er hängen. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern. Ah, ja, der hätte gefährlich werden können, der Konter. Spielen sie nicht sauber genug. Ball ist weg. Und dann Rashford. Na, haben sie sich stören lassen, der Ball ist weg. Und jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Boah, der ist überragend gehalten. Eine Glanzparade verhindert hier den wahrscheinlichen Sieg. Jetzt könnte es die Führung geben. Ist so, in die Verlängerung jetzt ist Schluss, retten, das heißt, die Entscheidung Mach fällt heute in der Verlängerung. Und wieder nur ein Tor, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt geht's los. Verlängerung, erste Hälfte. Hast du fünf Spieler auf der Bank überhaupt? Henderson. Schöne Balleroberung. Nein. Alex Garcia. Den Steilpass hat er sehr gut gespielt. Nein. Nee, und dann doch keine Probleme für die Abwehr. Solanke.
Dominik Solanki, was ist das denn für ein nasser Qualität? Alter, Roman Rotter. Und das ist eine gute Chance. Ja, schön gehalten. Ich spiele sie kurz. Und den spielt er lieber nochmal nach hinten. Also für immer noch den Ball. Aber nein. Wo ist der entscheidende Vorteil, den sie rausspielen können? Das ist Merino. Ah, da stehen sie gut bei diesem Pass. Das ist die Chance zur Führung. Und jetzt schlagen sie doch noch zu. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ach, der Winkel, der uns rausgeschossen hat. Ja, und da ist er da. Ball erstmal weg. Alvaro Morata. So, und da ist der Pfiff. Wir gehen in die Halbzeit dieser Verlängerung. Das können wir nicht. Hatte Melanie dann heute feines Waren die essen oder haben die irgendwas eine Vierbar gekriegt? Oh, was gab es Leckeres, wo waren sie? Bin ich noch nie gewesen. Jetzt gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang der Verlängerung. Da noch nie gewesen. Und jetzt kriegen Jawohl. Wir gleich die Chance. Ah, so, wenn das nicht war, dann weiß ich auch nicht. Das ist der Doppelpack. Mal dieses Tor. Hauptsache wir gewinnen, das ist egal. Gesetzt. Und das ist dann einfach nur richtig gut gemacht. Auf engstem Raum, unter Druck, diese Aktion. Klasse Tor. Da steht's. So machen wir weiter. Anschluss. Ah, Aufbau nicht schlecht, aber jetzt der Ball abgefangen. Und da ist er da und macht diese sonst eigentlich wahrscheinlich gute Chance spektakulär weg. Und wenn es jetzt schnell geht, dann wird es hier gefährlich. Jetzt wird es richtig gefährlich. Allein auf dem Weg. Seele ist immer noch alles. Zack. Und der nächste Fertig. Treffer. Hauen die die hier vom Feld, mein lieber Mann. Mann. Da funktioniert alles. Es geht doch. Der Lucky Bully. Lucky Bully NL. Nahtspieler. Herrlich, weg ist er. Oder will er ihn jetzt ärgern? Vielleicht will er auch nur ärgern. Letztendlich ist es ein leichtes für sie, den Ball am Tor unterzubringen. Die Überzahlsituation oh, jetzt wird gefährlich. Ganz ruhig ausgespielt. Schönes Tor. Hat der auch wie. Aber der hat irgendwas anderes, spielt der, oder? Der hat nicht nur einheitliche. Weiter geht's. In einem Spiel, wo die Entscheidung ehrlich gesagt schon gefallen ist. 99 letztens noch. Das Ding jetzt schon in den Strafraum, in den Rücken der Abwehr. Und das ist einfach klasse gehalten. So, und jetzt ist Schluss. Und die Gäste, holen. Es ist natürlich vor allem die Höhe der Niederlage, die wehtut. Braucht aber eine Minute länger, das steht ganz unten. Ja, hab ich mir auch gedacht.
Koop-Mensch ist mir abhanden gekommen. Eieiei. Dadderig im Alter, ich merke das schon. Was? Merkt er schon. Ach, nee. Gar nicht. Ja. Ich bin mit Lasse einkaufen gefahren dann. War viel los. Ja, ja, bin da. Nee, ach, beim Piese, Uli, beim Gas, beim Aldi. Ohrenseifer. Ne, bereits Frühstück gemacht, da hat der kleine Mann Mittagsschlaf gemacht. Hat er dann gekommen und ich habe das erste Mal seit 2 Monaten Rasen gemäht, eben. Dringend nötig, hat auch 3 Stunden gedauert. Na gut, war ja nass, ne, was willst du machen? War ganz gut. Ja, aber eben. Deswegen war ganz wichtig. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Fußballfans. Willkommen zu diesem Spiel an einem Abend mit absolut wunderbarem Fußballwetter. Was, man, am Mikrofon lassen. Heute für Sie das gewohnte Duo Jan Platte und Benzen, Florian Schmidt-Sommerfeld. Freuen uns heute auf ein sehr interessantes Spiel. Ach. Es ist hier schon eine unglaubliche Stimmung. Also Jan, das riecht nach einem Fußballfest. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. So, und so gehen sie es hier an mit diesen 11 zu Hause. Die sollen mal so. Presnel Kimpembe spielt mit Max Schauschlag. Ja. Das ist eine dicke Chance. Und da ist es, das Führungstor, so früh im Spiel. Dann habe ich noch gerade Essen gekocht und da war der Tag ja quasi. So, und dann weiter. 1-0 ist der neue Spielstand. Cypher. Also. Alex Garcia. Jone Ametsaga. Da machen sie die Räume gut zu. Moreno, perfekt verteidigt, klar am eigenen Tor. Oh, geht vorbei. Wir hören die Fans hier. Sie rufen immer wieder, Schießer auf. Ja, Ball geklaut, sehr gutes Timing. Hat sich durchgesetzt, gefährlich. Diaby, ein paar Zentimeter fehlen bei dem Schuss. Also die Power hätte er auf jeden Fall gehabt. Fehlt so ein bisschen das Glück hinten raus. Den Schuss fand ich auch gar nicht so schlecht. Karim Benzema. Benzema, jetzt könnte es klingeln. Erste Parade, wenn er auf Gefahr. Ja, der zweite Ball ist dann drin. Die Abwehr nicht so richtig auf dem Posten, aber vor allem der Keeper. Den muss er besser abwehren, diesen ersten Ball. Yusuf Fofana. Sehr gut, das Vorchecking. Weit vorne drauf gegangen. Ist richtig gut verteidigt, wenn auch in aller Richtung. Wow, die Fans und Thuram, das ist fast eine 100%. Oh je, oh je. Da brauche ich erstmal ein Bier. Die Geburtstagskiste schon aufgetrunken.
Ich weiß gar nicht, wer überhaupt haben muss. Oder die Frauen. Die Einladung. Ah! Da der erste. Ey, wieso schmeißt mich mein eigenes R2 raus? Keine Ahnung,